zack. Und jetzt bist du tot. So, zerstört das Sündenherz. Das machen wir aber erst gleich. Ich will nämlich jetzt erstmal hören, was hier gesagt wird. Wir brauchen 262.000 Erfahrungen erhalten. So, neues Wissen. Asmodan steht zwar all seinen Leutnants nah, aber an Sydea liegt ihm besonders viel. Die Gebieterin der Lust ist ebenso schön wie grotesk. Sie hat den Oberkörper einer Frau und die Beine einer Spinne. Ihre Stimme soll weich wie Honig sein, doch sie spricht nur Worte des Todes. Naja, also sie war eigentlich keine Gegnerin. So, machen wir das Ding mal platt hier. Zack, zack. Jetzt platzt es. Yeah, ein Herz ist tot. So, und jetzt? Asmodan wird uns nicht entwischen. Nein, tötet Asmodan im Herzen des... Jetzt kommt Asmodan. Nee, okay, wir sind jetzt gleich im Kern des Areat. Ja, 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 ja. So, komm her. Aber vorher gehen wir einmal kurz zurück. Damit wir all den Kram hier verkaufen können. Wir sind nämlich fast voll. Das geht nicht. Und erstmal den ganzen Scheiß hier, den ich hier habe. Also das hier und das hier und das hier und das hier. Und... Die sind ja noch besser, oder? Boah, ich glaube, die sind tatsächlich die besten, wa? Will ich jetzt mal behaupten. So, dann wollen wir noch... War da ein Ring? Oh, der war hier für den Arsch. Also zumindest für mich. So, dann wollen wir den ganzen Scheiß verkaufen. Ihr wollt in den Krater selbst hinuntergehen? Ja, sicher. Wollt ihr etwas essen? Das ist keine was Sache, essen? Man mit einem leeren Magen angehen sollte. Ach du. Ich bin so dabei. Brauch nichts zu essen. Ich kann nicht glauben, dass wir noch am Leben sind. So, wann können wir uns ein neues Lager verkaufen mit 300.000? Wir haben 220. Soll hier irgendjemand noch quatschen, bevor ich hier weitergehe? Ich habe einige neue Versorgungstruhe, Tagebuch. Der junge Kommandant Calderos glaubt, dass die dämonische Geißel vor einer Darbietung rechtschaffener Stärke die Flucht ergreifen wird. Er hat vor, morgen einen Angriff von unseren Befestigungen auszuführen. Calderos kann gerne diesen Selbstmord durch Dummheit begehen, aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Jungs mit ihm ziehen lasse. Okay, mit denen können wir auch nicht quatschen. Gut, dann will keiner mit uns reden. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg dahin. Der Kern des Areat. Wir haben uns den Weg in die Tiefen des Kraters erkämpft. Asmodan kann nicht weit sein. Ja, so warm ist das auch hier. Oh, und direkt kommen solche Viecher hier. Okay, ich weiß, was ich davon zu halten habe. So, erste ist schon weg. Scheiße, dass die Aufladephase immer so lange dauert. Du hast so eh nichts zu melden hier. So, der zweite von diesen Dingern ist tot. Und tschüss. So, haben wir denn hier Feines? Oha! Ich glaube, das kann ich nicht länger übersehen. So, plus 30% Schaden, minus 8,8, minus 4,7. Ich excel mal. Ach, du musst her. Es muss gewechselt werden, auch wenn die Zähigkeit ein bisschen runtergeht, aber wir brauchen Stärke, weil Asmodan ist nicht mehr weit.
Oh, das macht uns richtig stark. Eine super Verbesserung. Und auch viel schneller jetzt. Ja, also der Schaden ist enorm gestiegen. Ich brauche nicht mehr viele Schläge und diese tot. Ein blutiger Brecher. Müssen wir uns auch gleich mal angucken. Oh Gott. Ihr wollt mich verarschen. Oh, ich muss echt aufpassen. Arkan verzaubert, das ist nicht gut. Nidoran der Seelenschinder. Oh Gott, da hat uns die AK-Verzauberung wieder getroffen. Aufpassen. Das geht noch nicht. Nidovian ist fast tot. So, der ist schon mal weg. Damit haben wir das jetzt auch überlebt. So. So, vielleicht ist das andere ja auch gut. Genau das wollte ich sehen. Ein blutiger Brecher. Alles plus. Und jetzt haben wir zwei neue Waffen. Oh ja, wir sind jetzt viel stärker als noch vor 5 Minuten. Oh, direkt wieder was Neues. Das ist egal. Und das ist auch egal. Wer hat hier gespuckt? So, jetzt guckt euch das mal an, wie die hier wegklatschen. Durch, einfach durch. Das nennt man durchrennen. Kann man da durchlaufen? Nee. Das wäre ja geil gewesen. Das hätte ich ja mega episch geil gefunden. Selbst die sind keine Gefahr mehr. Es läuft jetzt genauso, wie es soll. Wir werden immer stärker, kurz vor Schluss. Kurz bevor wir bei Asmodan sind. Deswegen sage ich einfach mal kurz vor Schluss. Dann ist der letzte der Bösen auch drin. Siehst du, Diablo Baal sind ja schon drin. Belial auch. Haben wir einen vergessen? Ich weiß es gerade nicht. Leider mussten wir das Opfer von Deckard Kane nehmen. So, Asmodan. Ist er soweit? Es ist alles aufgeladen. Das Herz der Sünde. Ich halte meine Finger bereit. Asmodan, wir kommen. Der wird bestimmt nicht einfach. Okay. Da ist er! Närrischer Nephalem, wenn der Seelenstein in meinem Fleisch eingebettet ist, dann werden die Sieben in mir vereinigt sein. Ich werde die Summe aller Höllen sein. Das oberste Übel. Nein! Ich werde dich einfach killen, du widerliches Stück Scheiße! Aua. Oh, der Herr der Sünde hat es schon ordentlich einstecken müssen.
Das zeigt, wie stark wir geworden sind. Ich sehe mich nicht. So, die Diener von Asmodan sind gar keine Gefahr. Ich verstehe von dem kein Wort, was er sagt. Deswegen soll es mir egal sein, was er sagt. Er sieht, was sie auch zu. Die Hälfte ist schon abgezogen. Ja toll, das bringen mir Leichenteile. Toll! Ja, dann sollen sie sich an meinem Stolz laben. Ich lade mich an deinen. Oh, was der meint, hat der was wäre. Guckt euch doch den Lappen an hier. Und sowas soll euer Anführer sein. Das ist ein Lappen. Das ist ein Niemand. Guck dir das an, was ich mit deinen Dienern mache. Siehst du das? Jetzt wird's aber voll hier. Wir wollen erstmal ein bisschen aufräumen hier. So, jetzt geht's wieder los hier. Und jetzt sterb, Asmodan. Guck dir das an, du niederträchtige Missgeburt. Tschüss! Meine Diener werden sich an deinem Stolz laben, wenn sie dein Fleisch verschlingen. Du bist tot. Wir sollen uns erstmal eine Seele beschaffen. Ey, scheiße, ich hab noch Liga liegen lassen. Super. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Okay. Darf ich die restlichen Sachen noch einsammeln? Danke. Oh, sonst hätte ich nämlich jetzt die Krise gekriegt. Ohne Scheiß. Sonst hätte ich die Krise gekriegt. So, zack, 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 zack. Erstmal hier gucken. Minus. Schönes Zweihandschwert, muss man da sagen. Na, Schaden, das ist doof. Nichts Interessantes dabei. Vielleicht der Ring. Wir machen mal so. 165 Stärke, regeneriert 87 Leben pro Sekunde, reduziert alle Ressourcenkosten um 5%. Boah, 44%. So, 2 plus 2, 2. Minus 5, 3 plus 8, 2. Jetzt wechsle ich mal wieder. Plus 1, 6. Okay, wir wechseln und machen so. Boah, das macht aber viel bei dem da. Guck mal her. Müssen wir machen. Das wird mir helfen. Auch wenn der Schaden ein bisschen abnimmt, aber das ist egal. Ich kehre in die Stadt zurück. Und Asmodan ist tot. Wo ist denn der Leutnant? Ach, hier. Ein unglaublicher Sieg. Ich habe doch gewusst, dass Asmodan jemanden wie euch keine Chance haben würde. Wo sind Adria, Lea und Tyrael? Sie sind alle in der Waffenkammer, wo sie zweifellos feiern. Ihr solltet euch zu ihnen gesellen. So, jetzt haben wir noch einen Gürtel gekriegt. Jetzt sollen wir die Waffenkammer betreten. Und der Gürtel ist gut. Schön. Ja, dann bringe ich erstmal alles weg.
So. Ah ja, da ist auch noch. Alles andere kann weg. Warum laufen die mit mir rum? Was wollt ihr von mir? Komm, verpisst euch. Kochen und Haferschleim servieren ist vielleicht nicht besonders glorreich. Aber diese Männer können nicht mit leerem Magen in den Kampf ziehen. Ja, aber ich esse doch keinen Haferschleim. Das ist ja... So, ab in die Waffenkammer. Was ist hier passiert? Das war doch vorher nicht dieses ganze Blut, oder? Adria, wann habt ihr euch entschieden, uns zu verraten? Was? Vor 20 Jahren. Wie bitte? Zog mich eine entsetzliche Macht nach Tristram. Leorix ältester Sohn bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer. Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Und nun endlich ist sein großes Ziel zum Greifen. Liebe Lea. Deckard hat es immer vermutet. Dein wahrer Vater war Diablo persönlich. Was? Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß dienen. Was? Was? Nein! Nein, jetzt sag mir nicht, der schwarze Seelenstein ist in ihr. Ich bin mehr, als ich einst war. Die sieben Übel sind nun eins in mir. Ernsthaft? Ich bin das oberste Übel. Gut gemacht, meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Ihr verarscht mich doch jetzt hier gerade. Das eine, das ich mir immer entzogen habe. Der hohen Himmel. Nein. Oh, fuck, verdammt. Ihr verarscht mich doch. Lea trägt jetzt alle sieben Bösewichte in sich. Und Adria, ihre eigene Mutter, hat uns verraten. Und Diablo ist Leas Vater? Schaltet wieder ein beim nächsten Mal hier bei Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Hoffentlich kriegen wir dann Antworten.